Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Heute gibt es wieder ein Elektrofahrzeug bei uns auf dem Kanal. Und zwar ein Familienfahrzeug, das einen elektrifizierten Antrieb hat. Ja, da gibt es wirklich sehr, sehr wenige Fahrzeuge auf dem Markt, die für umweltbewusste Familien elektrische Antriebe bieten. Ford bietet jetzt den Ford Tourneo Custom als Plug-in-Hybrid-Variante. Ja, Plug-in-Hybrid, da haben wir es eigentlich auch schon. Das Fahrzeug muss von außen aufgeladen werden. Was genau an Technik drunter steckt, das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an. Elektrofahrzeuge haben ja so ein bisschen die Angewohnheit, dass sie von außen schon als Elektrofahrzeuge irgendwie erkennbar sind, weil sie ein eigenständiges Design haben. Ford geht mit dem Tourneo Custom einen anderen Weg. Das Fahrzeug ist so, wie wir es kennen. Wer sich übrigens die Verbrennervariante anschauen will, einfach mal oben rechts im Bildrand klicken. Da findet ihr den Tourneo Custom Sport, den ich euch schon mal ausführlich vorgestellt habe, im Detail. Wir schauen uns aber jetzt hier die Plug-in-Hybrid-Variante an. Und Plug-in-Hybrid-Variante, die erkennen wir hier vorne, hat Ford eine Ladeklappe angelassen für die 13,6 Kilowattstunden fassende Batterie. Wenn wir die hier anschließen an die 230 Volt Steckdose daheim, dann dauert die Ladezeit rund 5 Stunden, bis der Akku voll ist. Wenn wir eine Wallbox haben mit Starkstrom- oder Wechselstromanschluss, dann geht das Ganze in rund 2,5 Stunden, bis der Akku voll ist. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, den Akku während der Fahrt über diverse Fahrmodi aufzuladen. Das ist natürlich, der Plug-in-Hybrid ist keine rein Elektro-Variante und aus dem Grunde steckt auch hier unter der Motorhaube immer noch ein Verbrenneraggregat, und zwar ein 1-Liter Dreizylinder EcoBoost-Motor mit 100 PS, während der Elektromotor 126 PS und 355 Newtonmeter Drehmoment ab Stand mobilisiert. Ja, auch äußerlich gibt sich der Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid sehr zivil. Wir bekommen ihn ausschließlich in der Ausstattungslinie Titanium. Das ist schon eine der höchsten Ausstattungslinien. Erkennbar immer an diesen Trittbrettern, die wir hier haben. Und die nutzen wir jetzt einfach auch mal und schauen uns an, was sich hier drinnen denn getan hat, ob sich da irgendwas verändert hat. Und auch den ersten Blick sehen wir bereits. Hier gibt es keine Änderung. Wir haben ganz normal die üblichen Platzverhältnisse, die wir sonst haben in einem Ford Tourneo Custom. Sitze alle ganz normal eingebaut. Nutzlast ist nicht eingeschränkt durch die kleine Batterie, die wir haben. Das ist der große Vorteil. Das heißt, wir müssen uns hier nicht einschränken. Zwar wiegt das Fahrzeug mit 2,6 Tonnen knapp schon ein gutes Stückchen mehr als der normale Tourneo Custom mit Dieselantrieb. Aber wie sich das im Fahrbetrieb dann gibt, das schauen wir uns einfach jetzt an. Ich habe mich hinter das Lenkrad gesetzt vom Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid und als erstes sehen wir, dass wir quasi nicht sehen, was sich deutlich vom normalen Custom mit Verbrennungsantrieb unterscheidet. Einzig das Kombi-Instrument hat sich ein wenig verändert, den Drehzahlmesser haben wir rausgeschmissen, haben hingegen eine Energieanzeige ausgetauscht und ansonsten haben wir auch ganz normal eine Anzeige für den Tank und für die Batterie bekommen. Des Weiteren haben wir hier einen Automatikwählhebel. Wir haben hier ein Eingang-Reduktionsgetriebe verbaut und wir können hier uns diverse Modi zuschalten, wie wir den Antrieb denn nutzen wollen. Wir können ihn vollautomatisch agieren lassen. Das heißt also, das Fahrzeug entscheidet, wann es rein elektrisch fährt und wann es den Range Extender hinzuschaltet. Das ist laut Ford die effizienteste Variante. Dann haben wir die Möglichkeit, den rein elektrischen Modus zu aktivieren. In diesem fährt das Auto dann so lange elektrisch, bis der Akku fast leer ist und dann der Range Extender hinzugeschaltet werden muss. Das wäre dann der Part, wenn wir in der Umweltzone fahren müssen. Dann haben wir den nächsten Modus, das ist der Elektro später oder EV later, wie er genannt wird. Das bedeutet dann tatsächlich, der Range Extender ist gleich von Anfang an aktiv, hält den Ladezustand der Batterie und wir können ihn dann in der Umweltzone auf EV now, das heißt also elektrisch jetzt fahren, umschalten und dann rein elektrisch die Strecke absolvieren, die wir in der Umweltzone zurücklegen müssen. Des Weiteren gibt es noch einen letzten Modus und das ist der Charge-Modus, der
und da springt auch schon der Motor an, sorgt dafür, dass die Batterie auch geladen wird. Die Batterie kann sowohl durch den Range Extender geladen werden, als auch durch eine verstärkte Rekuperationsstufe hier im Reduktionsgetriebe. Wenn wir unterwegs sind mit dem Tourneo Custom, ist es auch so, dass der Antrieb sehr, sehr ruhig läuft, der Benziner. Lediglich, wenn man wirklich viel Last anlegt, dann ist es so, dass natürlich der Motor ein hohes Drehzahlniveau erreichen muss, um die Leistung abzurufen und die Batterie auch ausreichend mit Energie zu versorgen. Dann wird das Ganze etwas laut und wirkt auch sehr angestrengt. Ansonsten hält sich der kleine EcoBoost-Motor wirklich sehr angenehm zurück. Etwas schade in meinen Augen ist, dass wir nicht in mehreren Stufen rekuperieren können, sondern es gibt nur eine Möglichkeit, wir können das Ganze auf L stellen, dann haben wir eine starke Rekuperation, oder auf D, dann gibt es nur eine leichte Rekuperation. Ich persönlich finde es relativ praktisch, wenn man Schaltpedals hätte, um die Rekuperationsstufe in einzelnen Stufen stetiger, stärker werden zu lassen oder schwächer zu werden zu lassen, sodass man das etwas mit Gefühl variieren und einschalten kann, damit man vielleicht sogar das Bremspedal quasi gar nicht mehr benötigen müsste, um zum Stillstand zu kommen. Wenn wir jetzt tatsächlich so eine Steigung hochfahren, wir hören es, der Motor wirkt dann schon sehr angestrengt und dann fließt auch sehr viel Sprit durch die Einspritzdüsen. Ist natürlich nicht sonderlich verbrauchsfördernd, das muss man sagen. Das Fahrwerk ist angenehm komfortabel ausgelegt. Hier gibt es keinen Unterschied zu den normalen Modellen. Da hat Ford wirklich tolle Arbeit geleistet. Wir haben eine schöne Lenkung, wir sitzen perfekt, alles ist toll angelegt. Auch das Sync 3 Navigationssystem ist easy von der Handhabung. Die Verarbeitung gefällt mir persönlich auch ganz gut. Es ist alles sauber zusammengesteckt. Hier gibt es nichts zu bemängeln sonst. Großfamilien haben jetzt die Möglichkeit, mit dem Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid in die E-Mobilität einzusteigen. Auch wenn dieses Fahrzeug sicherlich aktuell nicht das Optimum darstellt, da man in den meisten Fällen schlicht und ergreifend mit batterieelektrischen Fahrzeugen ja wahrscheinlich in die Zukunft startet. Hier hat man allerdings die Richtung gewählt, dass man sagt, ich kann in einer Umweltzone wie in einer Großstadt etwa London rein elektrisch fahren. Wenn wir aber ins Umland hinaus müssen, dann haben wir den Reichweitenverlängerer an Bord, den Range Extender, und kommen damit dann tatsächlich maximal 500 Kilometer weit. Das Fahrzeug ist easy in der Handhabung. Wir können es anstecken zu Hause oder in der Arbeit, können dann den Akku aufladen und aber rein elektrisch fahren oder aber uns, wie schon erwähnt, durch die einzelnen Modi die Energie vorhalten, bis wir sie dann einsetzen wollen. Preislich hat Ford meiner Meinung nach so ein bisschen in die Tonne gegriffen, denn 71.900 Euro, das sind rund 20.000 Euro über der Dieselvariante, das ist für Familien durchaus eine ordentliche Stange Geld, und rechnen tut sich das Ganze beim Verbrauch leider gar nicht. Das heißt, es bleibt leider ein Fahrzeug für den, der den grünen Umweltgedanken hat. Würde ich einfach mal sagen, hier in Deutschland, weil die Umweltzonen da noch nicht so ausgeprägt sind, wird der Wagen eher ein Scheindasein fristen müssen. Ich hoffe, dass Ford hier noch eine rein elektrische Variante zumindest beim Nachfolger dann nachliefert. Bis dahin bleibt meine Empfehlung schlicht und ergreifend der Dieselantrieb. Jetzt kommt die große Frage, was sagt ihr denn zu dem Ganzen? Soll man sich so einen Plug-in-Hybriden kaufen, die 20.000 Euro mehr investieren für das grüne Gewissen, für die Umwelt? Oder ist es schlicht und ergreifend einfach erst einmal viel zu viel Geld für das mehr an Technik, was wir hier an Bord haben, und natürlich mehr an Gewicht, was wir mit rumschleppen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns jetzt über den Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid diskutieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, den Daumen nach oben, und damit sage ich Tschüss und Servus hier aus Unterföhring, euer Ubi.